herzlich willkommen zu einem neuen Daily Cup of Tea. Ich bin gerade im Schwab-BH, also nicht wundern. Wieder sehr random und zwar sammeln und Sucht nach irgendetwas, irgendwie nach etwas zu sammeln. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das kennt oder jemanden kennt, der das macht, aber ich habe früher super gerne Diddleblätter gesammelt oder Phillies. Pokémon-Karten. Ich habe so viel gesammelt früher. Also ich weiß auch nicht, wo das alles hin ist. Und ich glaube auch, viele Sachen schmeißen die Eltern irgendwann einfach weg, weil man denkt, die Kinder brauchen es eh nicht mehr. Aber was ich mich frage ist, sammelt ihr gerne noch irgendwelche Sachen? Wenn ja, was? Oder kennt ihr jemanden, der richtig krass viele Sachen sammelt und da so voll der Sammelexperte ist? Ich weiß, mein Vater hatte früher auch sehr, sehr gerne gesammelt. So kleine Autos, glaube ich. Und Donald Duck Bücher. Also er hat das jetzt auch nicht mehr, aber früher hat er das auch sehr, sehr gerne gesammelt. Und ich weiß halt nicht, ob das so ein Ding ist, was man heutzutage immer noch gerne macht. Vielleicht kenne ich nicht mehr so viele Leute, die das gerne machen, aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne was sammelt oder ob ihr jemanden kennt und ob das irgendwie für euch sehr schlimm ist und ausartet oder wo ihr sagt, okay, das ist ein schönes Hobby, warum nicht? Vielleicht kann man damit ja auch gutes Geld nochmal machen oder ist es halt eher so dieses, ich sammle, weil ich gerne sammle und nicht wegen dem Geld? Fragt, weil ich selber jetzt nicht so super viel sammle. Und dann, keine Ahnung, aber ich dachte, ich bequatsche das einfach mal mit euch. Gibt es denn unter euch Leute, die auch so einen Laden haben, die sich damit mehr beschäftigen? Ich weiß, dass viele Frauen super, super gerne Taschen sammeln. Also manche Taschen sind ja wirklich im Wert, also gehen im Wert ja immer höher. Oder bei Männern zum Beispiel auch die Uhren. Es gibt ja auch bestimmte Uhren, die im Wert irgendwann immer höher werden. Und wenn man das sammelt, dass man dann eine gute Wertanlage hat. Ich bin gespannt, ob ihr da irgendwie was zu sagen habt oder nicht. Ich habe gar nicht so viel zu dem Thema zu sagen, aber ich dachte, es war jetzt gerade so random in meinem Kopf. Und ich teile das einfach mal mit euch. Wenn ihr irgendwas sammelt, let me know. Sammel ich momentan, glaube ich, gar nichts. Also ich bin sonst jetzt nicht so krass im Sammelmodus. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht kommt das ja noch mit der Zeit. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Genießt das tolle Wetter, das schöne Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Daily Cup of Tea.